Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Erfolgsfaktor Familie Interview. Mein Name ist Kirsten Frohnert und ich bin die Projektleiterin des Unternehmensnetzwerks Erfolgsfaktor Familie. In regelmäßigen Abständen führen wir Interviews mit Expertinnen und Experten rund um das Thema Vereinbarkeit. Heute zum Abschluss des 11. Unternehmenstages hier im Haus der Deutschen Wirtschaft begrüße ich ganz herzlich Dr. Christina Boll, Abteilungsleiterin am Deutschen Jugendinstitut in München. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Boll. Ich freue mich. Guten Tag. Hallo, Frau Frohnert. Wir hatten ja heute das Thema Vereinbarkeit, Weiterdenken, individuellen Lebensentwürfen Rechnung tragen. Und im Rahmen eines Themenkarussells haben Sie ein Panel zum Thema Wie ticken Familien heute durchgeführt. Mhm. Und die Frage gebe ich direkt weiter an Sie. Wie ticken Familien heute? Um zu wissen, wie Familien ticken, muss man erstmal überlegen, wer sind denn Familien heute eigentlich? Das ist nicht mehr oder nicht mehr nur die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie, sondern das ist heutzutage viel mehr. Es gibt inzwischen soziale Elternschaft. Wir haben also auch Eltern, die Kinder adoptiert haben. Wir haben Kinder in Pflegefamilien. Wir haben natürlich auch immer mehr Patchwork- und Stiefeltern, also ganz viele verschiedene Konstellationen, wo Menschen füreinander tatsächlich Verantwortung übernehmen. Und deswegen ist es letztlich auch das, was das Statistische Bundesamt auch 2016 schon in seiner begrifflichen Veränderung dort auch festgestellt hat, zu sagen, einfach Familien sind alle die Eltern-Kind-Gemeinschaften, wo also mindestens ein Elternteil und ein Kind zusammen wohnen und in welcher Konstellation auch immer das dann passiert. Frau Dr. Boll, wie hat sich denn Familie im Laufe der Jahre verändert? Also Familie ist da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, ja. Aber was heißt das in den Konstellationen? Denn wir gucken ja von der Frage der Vereinbarkeit auf Familie. Das ist in der Tat etwas, was sehr im Fluss ist, was sehr dynamisch ist. Familie bedeutet tatsächlich in jeder Familie etwas anderes. Eltern sind heute vielfach eingebunden und zwar auch dynamischer eingebunden in den Arbeitsmarkt, als das früher der Fall war, wo ganz klar war, wer wie viele Stunden an welchem Platz gearbeitet hat und einfach nicht im Haus war. So ist es doch heute meistens so, dass beide Eltern in irgendeiner Form erwerbstätig sind, mit den entsprechenden Herausforderungen, die die Arbeitsmärkte heute auch mit sich bringen. Und wenn sie dann noch Herausforderungen haben, wie sich zum Beispiel in Trennungsfamilien zeigen, dass dort weiterhin auch einfach die Verantwortung für die Kinder und die Betreuung der Kinder auch sichergestellt werden muss. Oder nehmen Sie Alleinerziehende, die sowohl den Job als auch die Betreuung der Kinder alleine wuppen müssen, dann zeigt sich schon, dass so ein Familienalltag wirklich wahnsinnig herausfordernd ist im Management. Als Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie fragen wir uns natürlich, wie können Betriebe auf diese Entwicklung reagieren oder was heißt das für die betriebliche Personalarbeit? Welche Angebote müssen Betriebe dann Beschäftigten machen, damit sie gut vereinbaren können? Es gibt schon sehr viele flexible Modelle der Arbeitszeit, aber auch des Arbeitsortes. Da wird den Familien schon einiges angeboten. Also es geht natürlich darum, tatsächlich passgenaue Lösungen anzubieten für die Beschäftigten. Aber was ich auch ganz, ganz wichtig finde und was gerade auch im Zuge dieser zunehmenden Dynamisierung von Erwerbsarbeit einfach auch nötig ist, ist, dass die Familien auch das Gefühl haben, ihnen wird auch Vertrauen entgegengebracht. Also das große Thema der Vertrauensarbeitszeit. Es geht heute einfach immer schwieriger zu machen, dass Eltern in den Betrieb gehen und dort eine Stempeluhr bedienen und einfach ihre festgezurrten Anwesenheitspflichten dort haben und im Rahmen dieser Zeiten eben auch arbeiten. Diese Flexibilität, die die Eltern brauchen, um ihre Familie zu managen, die müssen sie auch tatsächlich im Job haben. Jedenfalls soweit es möglich ist. Das geht nicht in allen Branchen gleichzeitig, das geht auch nicht in allen Berufen gleichmäßig, aber dort, wo es geht, ist, glaube ich, noch, es ist schon noch einiges an Luft nach oben auch da und dort sollten die Betriebe gemeinsam mit den Beschäftigten ausloten, wo man vielleicht noch Wege finden könnte, um tatsächlich noch ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Wir wissen, dass die meisten Paare, jungen Paare, Paare mit Kindern, sich eine partnerschaftliche Aufgabenteilung wünschen. Also das heißt, dass sowohl der Mann als auch die Frau beide erwerbstätig sind und sich die Fürsorgearbeit in der Familie teilen. Das gelingt Paaren nicht sehr gut. Auf der einen Seite können Betriebe einen Beitrag leisten, das haben wir gerade schon gehört. Aber was können denn Paare, Familien selbst tun und wo ist auch die Gesellschaft noch gefordert?
Ja, die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das ein Konglomerat letztlich von Faktoren ist, was da zusammenwirkt. Zum einen sind es natürlich die Rollenbilder, also die modernisieren sich gerade, vor allem bei den Vätern, die, wie Sie schon erwähnt haben, tatsächlich jetzt auch familienaktiv sein wollen, Verantwortung übernehmen, aber auch Zeit, signifikant Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Väter trotzdem noch nicht richtig loslassen von ihrer Rolle des Ernährers. Ja, also sobald es darum geht, naja, vielleicht auch Karriereeinbußen für die Familie hinnehmen zu wollen oder wenn die Frage danach kommt, da ist doch noch Zurückhaltung da, übrigens auch bei den jungen Männern. Aber grundsätzlich sieht man schon einen sehr positiven Trend, der sich ja auch bestätigt, wenn wir schauen, wie Elternzeit zum Beispiel in Anspruch genommen wird von Vätern. Wir sehen schon eine neue Vätergeneration, die ein anderes Selbstverständnis tatsächlich auch von Familie hat und auch von ihrer Rolle in der Familie. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es gibt auch Rollenbilder, auch in den Köpfen der Mütter teilweise, die das auch noch verhindern, wo einfach auch eine große Unsicherheit da ist, welche Rolle sollte ich eben auch als Mutter erfüllen, was ist eine gute Mutter. Denn letztlich heißt es ja immer, wenn sie das Revier des anderen betreten wollen, dann muss sie der andere auch lassen. Und das gilt für beide Seiten. Also dieses Gatekeeper-Verhalten, von dem wir immer sprechen in der Wissenschaft, dass zum Teil Frauen schon an den Tag legen, indem sie sich dann eben sorgen darum, dass sie letztlich als erste Ansprechpartnerin der Kinder diese Rolle vielleicht verlieren. Das ist schon nach wie vor immer noch ein Thema. Gleichzeitig muss man auch sagen, da wächst sehr viel Vertrauen, weil die junge Generation da einfach auch anders aufwächst und schon auch in einem anderen Diskurs miteinander ist. Also ich glaube, da machen wir uns vielleicht auch in unserer Generation manchmal zu viele Sorgen. Das sieht man auch an den eigenen Kindern, dass sie da teilweise doch schon entspannter mit umgehen und sagen, ja, das sind noch Vorbehalte, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Andere Barrieren sind natürlich auch, muss man sagen, die Frauen können teilweise auch nicht durchstarten, nicht zurück in die Vollzeit, weil sie keine Vollzeitstellen angeboten bekommen. Also wir wissen, dass ungefähr 12, 13% der teilzeitbeschäftigten Frauen tatsächlich unfreiwillig teilzeitbeschäftigt sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann gibt es natürlich den Teil der Frauen, die das einfach gewohnt ist, ja, die das einfach lange Zeit so gemacht hat und die einfach sagt, ach, jetzt möchte ich auf meine alten Tage sozusagen das Modell nicht nochmal wechseln. Und das gilt umgekehrt manchmal auch für den Partner. Also wir haben da auch solche Beharrungstendenzen, das sehen wir auch in den Studien, die sich mit Ehepartnern beschäftigen, dass auch die modern gestartet sind, mit der Zeit doch eher in diese traditionelle Rollenteilung auch hineinkommen und dass es sehr schwierig ist, dieses Modell auch nochmal umzukrempeln nach hinten raus, weil da werden wieder sehr viele Koordinationskosten fallen da an, sehr viele Absprachen müssen getroffen werden mit den jeweiligen Arbeitgebern, die Familie, Freunde, alle müssen sich darauf einstellen, dass das jetzt anders läuft im Paar und die Kinder natürlich sowieso. Und das ist, glaube ich, auch einfach so ein Punkt, den man schon bedenken muss. Umso wichtiger ist es, dass wir die jungen Menschen heutzutage einfach frei von Stereotypen erziehen, sodass sie sich wirklich nach ihren Talenten, ihren Neigungen, ihren Interessen auch orientieren können, die Berufe ergreifen und auch letztlich das Erwerbsmuster dann finden, das für sie persönlich passt. Unabhängig von Stereotypen. So, das thematische Dach heute war ja Vereinbarkeit weiterdenken und zwar weiter in die Zukunft und weiter in die Breite. Welche Handlungsfelder zeigen sich denn aus Ihrer Sicht, die wir bislang noch zu wenig angehen? Wo sollten wir noch ansetzen, wo wir bislang zu wenig hinschauen? Ja, das Thema Vereinbarkeit ist vielfältig. Gleichwohl habe ich immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass es so ein bisschen so ein Mutti-Thema ist, sage ich mal ganz böse. Es ist immer noch ein Frauenthema, so nach dem Motto, wir müssen irgendwie dahin kommen, dass die Frauen das schon irgendwie hinkriegen mit den Kindern. Und dafür brauchen sie natürlich eine gute Infrastruktur und all diese Dinge. Ich würde das noch ein bisschen größer sehen und ich würde mir gerne auch die Ziele da noch höher stecken. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Gleichstellung die neue Vereinbarkeit ist. Ich glaube, dass wir hinkommen müssen, tatsächlich Karriereperspektiven für Frauen zu bieten, die dieselben Gehälter bieten den Frauen wie auch wie sie die Männer verdienen, um einfach auch die Anreize zu schaffen für die Frauen, diese Karrieren überhaupt auch einschlagen zu wollen.
Das Thema Infrastruktur ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, aber wir müssen auch über Anreize sprechen. Elterngeld ist ein wichtiger Anreiz, wird immer noch mal wieder überarbeitet, um die Anreize auch für die Väter tatsächlich diesen Schutz zu machen, noch weiter zu verbessern. Das ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Aber die Frauen müssen auch einfach das schnöde Geld in der Hand halten dürfen und damit auch rechnen dürfen, um sich die Mühe und die ganzen Herausforderungen, die mit Führung verbunden sind, auch wirklich antun zu wollen. Also wir müssen, glaube ich, mehr dahin kommen, tatsächlich das Thema Gleichstellung der Geschlechter, und zwar in beider Hinsicht, anzugehen. Gleichstellung der Väter mit Bezug auf die Chancen, die sie in Familie haben, mit allem Glück, was damit verbunden ist, und auf der anderen Seite Gleichstellung der Frauen mit allen Chancen, die sie im Beruf haben sollen, nämlich ebenfalls genauso wie die Männer. Und ich würde mich freuen, wenn man über so eine Erweiterung des Vereinbarkeitsbegriffs reden könnte, der eben über die Infrastruktur, über die Betreuung und letztlich auch über das Elterngeld, so wie es ist, hinausgeht. Wenn wir nochmal in die Zukunft denken, in 5 bis 10 Jahren, welche Arbeitgeber werden dann die erfolgreichsten sein im Wettbewerb um Fachkräfte? Ich bin ganz davon überzeugt, dass die flexiblen Unternehmen die erfolgreichsten sein werden, die es wirklich schaffen, sich an die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzupassen. Und zwar in dem Sinne, dass sie deren Kreativkraft befördern, ja, dass sie innovative Lösungen befördern, denn letztlich sind ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Kapital der Unternehmen von heute und auch von morgen. In Zeiten der Digitalisierung, wo wir Losgrößen haben, die sich der Eins nähern, wo es nicht mehr darum geht, Riesenmärkte zu bedienen, Massen zu produzieren, Standardlösungen zu produzieren, sondern tatsächlich passgenaue Kundenprodukte anzubieten, ist es ganz wichtig, dass wir kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und da bin ich ganz davon überzeugt, dass wir diese die sich im Unternehmen gut aufgehoben fühlen und die das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse tatsächlich auch adressiert werden. Deswegen ist Vereinbarkeit und ist auch Gleichstellung aus meiner Sicht viel mehr als ein Reputationsgewinn für die Unternehmen, schon mal gar kein Sozialgedöns oder wie auch immer das teilweise bezeichnet wird. Es ist aber auch mehr als ein Reputationsgewinn. Es ist aus meiner Sicht einfach ein Produktivfaktor. Ja? Ohne das werden wir gar nicht die Produktivität halten können, die wir in Zukunft auch weiterhin brauchen, um auf den internationalen Märkten auch wettbewerbsfähig zu sein und natürlich auch um zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiter zu haben, die dann auch Eltern sind, die auch gerne Eltern sind und diese Aufgabe auch wirklich mit Lust tatsächlich ausfüllen können. Ganz herzlichen Dank, Dr. Christina Boll, für dieses Interview. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Mitglieder des Unternehmensnetzwerks Erfolgsfaktor Familie. Folgen Sie uns weiter unter www.erfolgsfaktor-familie.de.